Was passiert mit denjenigen, die sterben und nie etwas vom Islam gehört haben? Hierzu gibt es 14 Ansichten. Es wird überliefert bei Imam Ahmad und Al-Bazzar und Sheikh Al-Albani, rahimullah ta'ala, sagt, die Überlieferung ist authentisch, dass 4 Leute Yawmul Qiyamah ihre Entschuldigung vor Allah Azza wa Jal vorbringen. Der erste ist jemand, der taub war. Und der zweite ist derjenige, der ein alter Mann war, sehr alter Mann. Der dritte ist derjenige, der etwas geistig zurückgeblieben war, infantil sozusagen. Und der vierte ist derjenige, der in einer Epoche, in einer Zeit gelebt hat, wo kein Gesandter ihn erreicht hat. Was den ersten anbelangt, der taub war, er sagt, ja Allah, Yawmul Qiyamah, die Botschaft ist zu mir gekommen, aber ich habe nichts gehört. Der zweite sagt, ja Allah, die Botschaft ist zu mir gekommen, aber ich war viel zu alt, um zu begreifen. Der dritte wird sagen, ja Allah, die Botschaft ist zu mir gekommen, aber die Kinder haben mich mit Kamelmist beworfen. Er ist ein bisschen kindlich zurückgeblieben. Und der vierte wird sagen, ja Allah, zu mir kam kein Gesandter. Diese 4 Leute werden dann einer Prüfung unterzogen. Es wird ein Gesandter zu ihnen geschickt. Wenn sie ihm gehorchen, gehen sie ins Paradies. Und wenn sie ihm nicht gehorchen, gehen sie in das Höllenfeuer. Ja, natürlich, klar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Na, bitteschön.